Hallo und herzlich willkommen zurück zu Control. Wir sind letztes Mal ziemlich heftig gestorben. gegen diese Blumenwurmgewürm, keine Ahnung. So, und jetzt wollen wir mal schauen. Ob wir das ein bisschen anders machen. So. Dann komm mal zur hellen Seite der Macht, ne? Brav. So, das haben wir schon angeschaut. Alter, ist das widerlich. Ja, du kommst auch her. Da war, glaube ich, dann auch einer. Ah. Komm her, du. So, hier ging's nicht weiter, nee. Ah ja. So, dann kämpft um euer Verderben. Die wollen nicht. Hui. Ist das die Quelle? Ist irgendwie hübsch. Nein, nicht hübsch. Wow. Come on. Cool. Oh nee, oder? Hä? Okay. Oh, ist das nervig. Warte mal, ich schau mal kurz, ob ich den Dreh jetzt in der scheinbar niedrigen Leben, ja. Das ist, glaube ich, besser. Entschuldigung. Ich
sehr viel Schaden. Mal. Der braucht mehr Damage. Kopfschussschaden. Ja. Ich muss die mal hochleveln. Hast du keinen mehr, hä? Ist das die Quelle? Ist irgendwie hübsch. Nein, nicht hübsch. Ja, ja. Ey, ich hab. Achso, ich hatte keinen. Hä? Wieso? Oh! Da war einer! Hä? Da war ja einer! Was macht denn der da? Fuck. Boom. Flatsch. Oh, das war ja fast getroffen. Wow. Ah, warte. Irgendwas. Doch nicht. So. Ist das die Quelle? Ist irgendwie hübsch. Nein, nicht hübsch. Thank you.
passiert hier? Ich. Alter, was ist das denn, Junge? Okay, warte, ich glaube, da sind wir noch ein bisschen zu schwach. Ich gehe mal zu, genau, zu Emily. Und, ja. Ja, mach mal die Hauptquest weiter. So. Wir waren einfach, ja, noch viel zu schwach, glaube ich. Oh, der will ja auch was. Ah, zuerst gehen wir zu Emily. Ausgestrahlte Resonanz ist genau entgegengesetzt zu jedem Signal des Zischens, das ich generieren kann. Wie hat Darling das gemacht? Keine Ahnung. Ich bin neu hier. Endlich. Nach all den Jahren ist es soweit. Dylan ist hier. Aber bin ich zu spät? Wie geht es ihm? Ich muss es wissen. Er ist eindeutig vom Zischen befallen, aber es unterscheidet sich von all unseren Daten über Manifestationen. Vielleicht habt ihr beide spezielle Gene. Er war schließlich ein Primärkandidat. Oder schützt ihn vielleicht Polaris? Oder liegt es an etwas anderem? Ich muss Tests machen. Er scheint mehr Kontrolle zu haben. Wirkt präsenter. Ich will ihn sehen. Mein Bruder. Oder nicht? Natürlich. Marshall hat einen HAV-geschützten Käfig für ihn errichtet, auf der oberen Etage, die Treppe rauf. Okay, ich muss los. Jesse, sei vorsichtig. Uiuiuiui, sprich mit Dylan. Gut, dann. Also, Analyse der Zischerbeobachtung Teil 4. Die Zeit. Ich finde es so lustig, die schreibt es. Oh, verdammt. Die schreibt es und das und dann, warte, wo ist das hin? Nein. Also, die schreibt es hier neu und dann, ja, schwärzt sie das. Warte, wo ist das hin? Warte, Berichte. Nee, Forschung. Ja, ich muss. Ups. So. Hä, wo ist das hin? Verdammt! Das. Nee, das sind die ganzen. Zischer. Warte. Erste Eindrücke. Ah, Teil 1. Zischer Agent. Ah, das da, ja, gut. Nee, weil sie hier unten das immer schwärzt, obwohl, ja, für wen denn? Also, naja. Die Zeitachse der Invasion auf mögliche Muster im Verhalten des Zischens zu untersuchen. Etablierung einer Zeitachse ist derzeit schwierig, da es an zuverlässiger Kommunikation zwischen der Behördensektion und Mitarbeitern fehlt. Naja, sind halt 90% tot. Vorläufige Modelle deuten darauf hin, dass sich der Startpunkt der Invasion innerhalb der Geschäftsleitung befindet. Sobald das überlegene Personal befragt werden kann, sollte es möglich sein, den genauen Standort zu bestimmen. Weitere ausstehende Fragen, die durch die Zeitachse beantwortet werden können. Wie hat sich das Zischen in die interne Quarantäne überwunden? Wie hat das Zischen die interne Quarantäne überwunden? Wie verbreitet sich die Resonanz des Zischen durch den Raum, bewusst oder einheitlich?
Was ist das endgültige Ziel? Die Außenwelt? Ein dimensional übergreifendes Ziel? Vollständiger Bericht in. Meh. Meh, 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 meh. Entschuldigung. So. Teil 3. Wow. Oh. Wir haben ein bisschen vorgezogen. Wenn wir das Zischen als eine Kraft verstehen, die aus Vibration und Resonanz bestehen, dann ist die Spruchformel, so der vereinbarte Begriff für die Äußerungen, also von ihr selbst wahrscheinlich, vielleicht eine Anstrengung, diese Resonanz mithilfe von menschlichen Stimmbändern und Sprache auszudrücken. Würde es Unterschiede geben, wenn die Spruchformel in einer anderen Sprache ausgedrückt werden würde? Das ist auch lustig. Ich habe das Spiel ja in Englisch angefangen. Also ich habe es getestet, ob eben die Aufnahme passt, ob es ruckelt oder so. Und die Zischer, beziehungsweise, also nicht die Bösen, sondern die nur schweben und die ganze Zeit sprechen, die sprechen Deutsch. Das ist so lustig. Naja, nur so zwischendurch. Das am meisten verwendete Wort ist willst. Interessanterweise wird jede Verwendung dieses Wortes einem Du zugeschrieben. Du willst zuhören, du willst, dass es wahr ist. Musst du dir wünschen, dass diese Wellen dich fortzehren, sind wie du von dem Z was? Sind wir die Du, von dem die Zischer sprechen? Ach so. Glaubt das Zischen, dass die Menschen möglicherweise nicht alle Nicht-Zischer-Lebewesen sich ihnen anschließen wollen, verschlungen werden wollen? Ist das Ziel? Könnte sein. Ebenfalls häufig verwendet werden die Wörter durch und Zeit. Kann es sein, dass das Zischen angibt, wie es hierher gekommen ist? Oder ist es ein Hinweis auf sein Alter? Entschuldigung. In diesen Worten liegt eine eindeutige Absicht. Die Spruchformel als Unsinn abzutun, wie einige meiner Kollegen es empfehlen, ist mehr als idiotisch. So, ich will jetzt Stille sehen. Oberer Bereich, ne? Hast du gehört, dass der gefangene Zischer der Bruder der Direktorin ist? Bruder? Und sie bracht ihn her? Dadurch werden wir noch alle sterben. Was, wenn sie für die Zischer arbeitet? Ist schon komisch, dass sie zur gleichen Zeit auftauchte. Ich stehe neben euch. Okay, was will der denn? Ich habe Ihnen das wahrscheinlich nicht erzählt, aber ich war mal drauf und dran, Ranger zu werden. Hab die ganze Ausbildung gemacht, bis hin zum Rookie sogar. Egal, darum geht's nicht. Meine alte Einheit war eine tolle Truppe. Außer mir waren es noch 6 andere. Remus, Hazard, Cho, Guy, Happenstall und Thompson. Sie hätten gestern von einer Expedition zurückkommen sollen. Wir hatten Bier und Hähnchen vorbereitet. Aber leider waren sie nicht da, als Darling die HFV ausgab. Sie hatten nichts, um sich vor dem Zischen zu schützen. Ich fürchte, für sie gibt es keine Hoffnung mehr. Wir trugen alle diese kleinen Beutel um den Hals und ich will sie nicht den Zischern überlassen. Können Sie sie für mich finden? Der Trupp müsste durch die Wartung zurückgekommen sein, aber ist wahrscheinlich von dort ausgeschwärmt. Ich werde ein Auge offen halten, Parrish. Und ich lasse sie nicht als Zischer enden. Ich muss los. Ich auch. Sie sind nicht die Einzige, die was zu tun hat, wissen Sie? Ach Gott, musste sie alles in ihrem blöden... Doch, anscheinend schon. So, ja, können Sie dir suchen und ich bleib hier. So. Ist das hier das? Oh-oh. Oh-oh. Du bist ein Wurm, kriechst durch die Zeit. Das Donnerlied verzehrt dich, Glück kommt. Weiße Perlen, die gelb und rot erscheinen. Der Spiegel dreht es herum und macht es richtig. Lass dein Inneres an der Tür. Drücke deine Finger durch die Oberfläche, das Nass. Du warst schon immer das neue Du. Es soll wahr sein, wir stehen um dich herum, während du träumst. Du kannst es was. Du bist ein Wurm, kriechst durch die Zeit.
Zeit, ja, das Donnerlied verzehrt dich. Glück kommt. Weißt du, du bist ein Wurm. Shit. Das Donnerlied verzehrt dich. Das ist Dylan. Kannst du mich hören? Oh, komm schon, Dylan. Ich bin da. Ich bin bei dir. Du warst schon immer das neue Du. Weißt du, wer ich bin? Du kennst mich. Sag es. Du bist Dylan Fadens Schwester. Er spricht von sich in der dritten Person. Immer ein gutes Zeichen. Weißt du, wer du bist? Nicht Dylan. Trench und Darling haben dafür gesorgt. Ich bin P6. P6. Aber jetzt geht es mir besser. Dank dem Zischen. Drücke deine Finger durch die Oberfläche in das Nass. Du warst schon immer das neue Du. Kannst du das lassen? Das soll wahr sein. Bitte. Nicht gerade das Wiedersehen, das ich erhofft hatte. Fühlt sich gut an, diese Worte zu sprechen. Ich will es so. Sie klingen gut. Sie geben mir ein gutes Gefühl. Willst du sie nicht auch sprechen? Nein. Verdammt, nein! Du musst mir helfen, das Ding aus meinem Kopf zu kriegen. Wenn er noch da drin ist, wenn noch was von ihm da ist, musst du mir helfen. Du! Ich habe dich jetzt noch in dir hineingelassen. Du warst schon immer hier. Das einzige Kind. Die Kopie. Eine Kopie. Hör auf! Oh, shit! Shit! Er kann nicht sehen. Das ist nicht sicher. Wir fanden Polaris zusammen mit meiner Schwester, als wir sehr klein waren. In Ordinary. In der Wüste. Durch die Tür, die der Dia-Projektor geöffnet hatte. Aber sie half nicht, als Trench mich wegbrachte. Sie gab mir keine Kräfte. All diese Kräfte sind meine eigenen Kräfte. Sie half nicht, als sie mich jahrelang einsperrten. Am Lieder liegt Zeit für Applaus. Wir konstruieren dich, bis nichts verbleibt. Das Eil bricht auf und die Wahrheit aus dir heraus. Du bist zu Haus. Die Behörde brachte den Dia-Projektor mit mir hierher und die Behörde tat, was die Behörde tut. Sie benutzten ihn. Und sie fanden? Sie öffneten die Tür zum Zischen. Das ist das Einzige, für das ich Ihnen dankbar bin. Da! Da ist er! Wir stoppten das gewandelte Weltereignis in Ordinary, als wir den Dia-Projektor ausschalteten. Und jetzt ist der Projektor hier. Ein Ohrwurm ist eine Melodie, die man im Traum immer weiter summt. Baby, 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 yeah. Nur Plastik, so sicher, keine Sorgen. Lustig. Ich begrüßte das Zischen. Ich ließ es rein, um sie loszuwerden. Das Zischen befreite mich. Polaris benutzt dich. Die Behörde benutzt dich. Du bist eine Marionette! Du kannst uns fast hören, doch du vergisst. Wenn wir den Dia-Projektor ausschalten, stoppt das vielleicht das Zischen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät für meinen Bruder. Du musst die Wahrheit selbst sehen, Jesse. Schwester, die schreckliche Wahrheit über die Behörde. Das Zischen ist die bessere Option. Geh zum Primärkandidatenprogramm im Isolationssektor. Ich habe die Schlüsselkarte dafür. Salvador wollte, dass ich sie bekomme. Wollte? Schwachsinn. Ich sah, was das Zischen mit Salvador gemacht hat. Was es aus ihm gemacht hat. Okay, Dylan. Ich gehe. Ich will die Wahrheit selbst sehen. Ich gehe. Aber nur, um den Dia-Projektor zu suchen. Du kannst mir helfen. Wir können das beenden. Uiuiuiui. Oh, Pathetic-Kreis Stufe 6. Wie hat er ihn mir gegeben? Warte, ich will nochmal.
weiß nicht, was ich hier sonst noch zu finden hoffe. Dylan. Können wir reden? Ich möchte dir von einem Traum erzählen, den ich letzte Nacht hatte. Das fängt ja gut an. Okay. Ich hör zu. Ich war wieder in Ordinary, bevor das alles passiert ist. Aber in meinem Traum war ich allein. Ganz allein. Ich war das einzige Kind. Ein Mädchen namens Jessie Dylan Faden. Aber dann kam die Behörde und nahm mich gefangen, brachte mich her, sperrte mich ein. Ist dir jemals aufgefallen, dass unsere Namen Jessie, Dylan, Mädchen und jungen Namen sind? Sie könnten beides sein. Ist das nicht komisch? Ich finde das komisch. Klar. Was zum Teufel war das? Will er mich verarschen? Du bist ein Wurm, kriechst durch die Zeit. Ich finde es so schade, dass die das mit der Lautstärke der Stimmen voll verkackt haben. Und natürlich mit der Synchro. Vielleicht ist Dylan noch da drin. Vielleicht kann ich zu ihm durchdringen. Kann ich bitte mit meinem Bruder sprechen? Dylan? Dylan möchte dir von einem Traum erzählen, den er gerade hatte. Das schon wieder? Ich sollte der neue Direktor der Behörde werden. Ich hatte dir hier einen Job verschafft, damit wir zusammen sein können. Du warst eine Aushilfe im Büro, hast Kaffee gekocht und die Post ausgetragen. Es gab immer viel zu tun. Und so sollte es auf immer und ewig bleiben. Es war schön. Richtig schön. Ansichtssache. Aber dann veränderte sich der Traum seltsamerweise. Und nichts war mehr wirklich. Es war ein Spiel. Wir spielten ein Spiel. Und es war scheiß langweilig. Aber wir konnten nicht aufhören. Dann veränderte er sich noch einmal. Oder vielleicht war das schon ein neuer Traum. Oder vielleicht verwechsel ich sie auch nur. Aber dieser andere Traum war eher ein Musical. This is an ordinary song about an ordinary girl. From an ordinary town. It's the ordinary story. She worked an ordinary job in an ordinary office. Something. Und an mehr erinnere ich mich nicht. Vielleicht auch besser so. Ja, der ist irgendwie cool. Vielleicht kann ich von ihm mehr über das Zischen erfahren. Können wir reden? Ich hatte gerade einen interessanten Traum. Shit. Faszinierend. Aber können wir zur Abwechslung über das Zischen sprechen, ja? Dieser Traum handelte vom Zischen. Besser als gar nichts. In meinem Traum hatte sich das Zischen aus diesem Gefängnis befreit. Diesem Haus. Ich hatte es befreit. Der Präsident selbst hieß uns willkommen. Er nahm das Zischen als erster auf und verbreitete die Kunde. Zuerst dachten viele, dass das schrecklich sei. Dass er schrecklich sei. Aber dann wollten viele, die seine Worte hörten, das Zischen auch willkommen heißen. Und langsam änderten immer mehr Menschen ihre Meinung, bis das Zischen die ganze Welt einte. Es war wunderbar. Okay, danke für diese Geschichte.
Nur fürs Protokoll? Das wird nicht passieren. Nur über meine Leiche. Das Donnerlied verzehrt dich. Noch einmal? Vielleicht will ich mich hier selbst bestrafen. Willst du über ein paar neue Träume reden, Dylan? Schön, dass du fragst, Schwester. Dieser Traum wirkte, wie alle Träume in letzter Zeit, sehr real. Wie die Wirklichkeit, die nun immer mehr wie ein Traum wirkt. Vielleicht ist sie das. Vielleicht ist alles real. Ein Traum, in dem mein Bruder mir unaufhörlich von seinen Träumen erzählt. Ich war an einem dunklen Ort und da stand ein dunkler Mann. Er hieß P. Ottal. Und er erzählte mir, dass es viele Welten gäbe. Nebeneinander, aufeinander, einige im Inneren von anderen. In einer Welt gab es einen Schriftsteller, der eine Geschichte über einen Polizisten schrieb. In einer anderen Welt existierte dieser wirklich. Peortal sagte, dass er selbst in allen Welten gleichzeitig war und endlos zwischen ihnen reiste. Ich wollte wissen, wie ich diese Welten erreichen konnte. Ich wollte das Zischen dorthin bringen. Aber er wollte mir nicht helfen. Ihm gefiel die Idee nicht. Dummkopf. Da kann ich ihn verstehen. Du bist ein Wurm, kriechst durch die Zeit. Das Donnerlied verzehrt dich. Glück okay, noch einmal. Weiß. Und noch einmal. Immer wieder schön. Lass mich raten. Du möchtest mir von einem Traum erzählen. Ja. Ja. Ich träume sogar gerade jetzt. Oh, das ist neu. In diesem Traum stehe ich in der Ecke und sehe Jesse und Dylan dabei zu, wie sie über den Traum sprechen. Über den Traum sprechen, hat er gerade gesagt. Und jetzt wiederholt er es. Ich stehe da und sehe zu. Mehr kann ich nicht tun. Als wäre ich hier gefangen. Und mehr habe ich zu diesem Traum nicht zu sagen. Okay, okay, Dylan. Das ist gut. Ist er noch da? Du bist ein Wurm, kriechst durch die Zeit. Oder sind das die Psychospielchen des Zischens? Weiße Pferde, die gelb und rot. Ich weiß es nicht. Der Spiegel dreht herum und macht es richtig. Gut. Ich kann nicht mehr mit ihm reden. Also, der Dylan ist schon echt ein... ich find's cool. Oh, sorry. Hi. So, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal... Ach, nee. Wir haben schon wieder überzogen. Genau. Nächstes Mal schauen wir, ob wir... Ja. Ob wir vielleicht... vielleicht nächstes Mal, wenn wir die Leute von unseren Typi... Hier, wie heißt der nochmal? Arish. Okay. Von ihm werden wir mal retten. Und dann werden wir mal schauen, wo wir überall mit den Sechser jetzt reinkommen. Also mit der Keycard Nummer 6. Und dann, ja, werden wir weitermachen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.